Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind gerade an einem gar seltsamen Ort gelandet. Hier laufen nämlich Roboterrennen gegeneinander. Pennergesicht. Oh, eifriger Ernie heißt der. Ist da noch einer, oder? Ich habe ihn die ganze Zeit ballern gehört. Ein Toaster. Speiseöl. Ey. Pennergesicht. Habe ich denn noch so viel Platz, dass ich hier alles aufheben kann? Das ist der Wahnsinn. Psycho, Mentats. Und ein Gartenstuhl. Au. Oh Gott, diese dumme Trompete nervt, ne? Diese Kavallerietrompete. Eine Tasse. Diese Rennläufer, die kann man, glaube ich, auch abballern, oder? Oh nein, ich bin überladen. Jetzt bin ich also überladen. Die ganze Zeit sammle ich Kram auf und jetzt auf einmal. So. Na gut, ich habe ja auch Futter gegessen. Also ich habe was gegessen, das meine Traglast erhöht. Ist vielleicht ein Grund. Ich noch lange nicht durch. Ich kann ganz viel aushalten. Warte nur, ich könnte mal rüber. Ich zeig dir mal was Schönes. Ich dir ein Loch in den Kopf schieße. Oder noch besser, ich verprügel dich einfach. Aber ich hab doch Köter. Ich hab da irgendwas gehabt, was man Red runtersetzt, mal wieder. Das. Mutantenhundekeule. Geht's denn da rüber? Ach, da. Oh, wer macht denn hier die Geräusche? Das ist so nervig. Weißt du was, soll ich dich vielleicht mit meiner Powerfaust ein bisschen verprügeln? Oh. Ach Mist, das geht nicht. Jetzt vielleicht. Jawohl. Kritisch. Du Pennergesicht. So. Sieht's aus. Ich muss irgendwas wegwerfen. Könnte ich. Boah, guck mal, das ist, glaube ich, echt die beste, ne? Ich muss leider mal ein bisschen was von der Powerrüstung hier wegwerfen. Das wiegt zu viel und ich habe so das Gefühl, dass ich hier noch eine ganze Menge aufsammeln werde. Oh, guck mal da. So, ich habe das Admin-Passwort. Danke. Robotersteuerung. Ah, Rennen stoppen. Das war's also. Oh, guck mal, Schlosszuhaltung heute. Nochmal, ja. Schlossknacken ist dauerhaft einfacher und es leben die Printmedien, habe ich bekommen. Ein Achievement. Sehr gut. Hier was liegen lassen? Oh, Buff Out. Noch ein paar Camps mitnehmen. Oh, oh, oh. Ein Safe. Antiseptikum. Ja, nehme ich immer mit. Abraxo. Ja, komm, ich nehme doch wieder ein bisschen was mit. Ich bin noch nicht überladen. Hä? Wie viel habe ich denn zu viel? Oh, 27. Warte mal, mit Z kann ich das sortieren. Genau, nach Gewicht. Danke. Nee. Ist nicht nach Gewicht. Blechdosen.
Wird zwar nicht viel wegnehmen, aber... Ich brauche halt das Öl, ne? Naja, Gold, Öl, Stahl, das ist... Ja, auch hier brauche ich Öl. Ne, 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 das lasse ich mal. Ich schmeiß da nichts weg von. Was, der hat Gewicht 0? Weil er kaputt ist, oder was? Krass. Die wiegen nichts, weil sie kaputt sind. Ach, na dann. Der Torso. Na komm, ein Torso muss weg. Und dann noch... eine Impro-Pistole. Ja, jetzt kann ich wieder laufen. Beziehungsweise schnell reisen. Dandy Boy. Nicht, dass ich hier irgendwo wieder was vergessen habe, ne? Na, verdammt. Ich hab gedacht, das geht noch. Na, Hundefutter in der Dose, das ist jetzt... Naja, komm, die lasse ich mal da. Ja, so leid es mir tut. Na gut. Auf nach Sanctuary. Ja, komm, erstmal Transfer. Immer noch so viel. Oh, Leute, jetzt mache ich hier mal was. Achtung. Ach nee, ich wollte den gar... Habe ich da einen Reifen am Rücken? Ich habe da echt ein Stück Reifen am Rücken, glaube ich. Ich werde mir jetzt mal die Power Armor ein bisschen ummodeln. So, komm mal, jetzt zeige ich euch was. Nee. Erstmal alle reparieren. Ja. Oh, das kostet aber jedes Mal Plastik. Na gut, Plastik habe ich ja genug, von daher ist egal. So. Wie kann ich die jetzt austauschen? Muss ich die mit dem Inventar haben oder was? Warte mal. Transfer vielleicht? Ach so. Ja, ich habe nämlich schon ein bisschen Prisma hier rangeschraubt. So. Ach, das hat noch 0. Okay. Ah, guck mal. D60. Torso. Oh, guck mal, die sieht gleich schon viel besser aus. Coole Sache. Eine bessere Power Armor. Läuft. Und da packen wir jetzt mal die ganze Rüstung rein. Hoppala. Jetzt habe ich die Gelehrten. Warte mal, kann ich die eigentlich drunter ziehen oder ist die jetzt... Nee, leider nicht. Ach, verdammt. Das ist schade. Ich habe gehofft, das geht. Naja, da behalte ich doch lieber meine leichte Rüstung. Ach, guck mal, schön, ne? So, den Helm kann ich wahrscheinlich verbessern. Oh, ich habe schon Modell C. Ah, geil. Was kostet denn das? Das geht. Ritterlackierung, unwandelt Militär, Vault-Tech-Lackierung. Hat Charisma, hat Stärke, hat Beweglichkeit. Oh, sollen wir die nehmen? Sehr gut. Die Watz-Matrix, okay. Naja, da kann ich mir die Lampen. Glasfaseroptik habe ich. Was? Ich habe keine Glasfaseroptik mehr. Krass.
Okay, da kann ich keine mehr. Schade. Und der Torso. Richtig cool, guck mal. Die Hot Rod Flammenlackierung. Hoppala. Guck mal. Geil. Ich find's cool. Naja, könnte noch ein bisschen mehr sein. Ach so, warte mal. Die Helmlampe. Ach so, schade. Wissenschaft habe ich ja. Warum habe ich keine Glasfaseroptik, Mensch? Nee, warte mal. Suchen wir mal nach Glasfaseroptik. Extrem schönes Ding, du. Habe ich jetzt eigentlich wieder Platz? Oh, gar nicht. Was ist denn hier los? Achso, die ganzen Waffen habe ich ja noch einstecken. So. Das Sturmgewehr behalte ich auf jeden Fall. Coole Sache. So, schwerer Verschluss. Gehärteter Verschluss, da brauche ich Kleber für. Mächtige Automatik. Verbesserter Verschluss, da brauche ich 8 Kleber noch. Warte mal. Das kriegen wir zusammen, oder? Belüfteter Lauf, auch wieder Kleber. Ach, verdammt. Ihr mit eurem Kleber. Habt ihr schon ein paar Tatobären angepflanzt? Ich will's hoffen, Kinder. Klar, scheint wirklich was zu werden. War nur ein Scherz. Lass mich in Ruhe. Halt die Schnauze und pflanz mal hier an, du Blöde. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Hab ich das schon? Ich hab hier zwei Leute aufs... Warte mal. Mutti. Du kümmerst dich jetzt um die Bären hier. Was ist denn los, Mensch? Zuweisen. Source ist zugewiesen. Ja, sehr schön. Guck mal, die anderen kann ich gar nicht mehr anwählen hier. Die sind irgendwie weg. Hier, die Bäume. Die gehen nicht mehr. Extrem doof das. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ja, so ein bisschen Farmwirtschaft, das ist alles sehr anstrengend. Also nicht für mich, aber für die Leute. Muss ich immer was zuweisen, du. So. Nee, Cram. Warum Cram? Karotte, Mais. Melone. Mutterbeere. Was haben wir noch? Hirschfleisch. Skorpionsteak. Ja. Na gut. Diese blöde... Tato. Tato und... Kann ich das nicht auch? Ah, Mist. Ich dachte, ich kann das mitmarkieren. Auch wenn ich es gar nicht mehr brauche aktuell. Ah, ist das ätzend. Gibt es irgendwo einen Gemüsemarkt hier im Ödland, wo ich jetzt alles bauen kann? Warum leuchtet das? Ja, was soll ich denn jetzt irgendwas bauen? Schade. Was nennen wir, ach, wie nenne ich's denn? Ich habe ja schon eine Bleispritze. Oder Spitfire habe ich ja schon. Dann nenne ich dich, Herold des, nee, Herald of Doom. Ja, obwohl es nicht so ist, aktuell. Oh, das kommt noch. So, warte mal. Babam. Ja. Ich werde mal den Rat befolgen und das Ding wieder mitnehmen, statt dem Boomstick. Weil das Taumeln, das ist nicht so geil. Oh, warte mal, dann muss ich den Boomstick ja wieder runter. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Boomstick.
Kurzer Lauf. Gut. Alles klar. Babam. Naja, schade. Taumeln ist wohl nicht so geil. Hoppala. Schwerer Verschluss oder mächtiger? Mächtiger natürlich. Standardvisier, Frontvisier, Ring? Ja, komm. Ach, das hat einen Kleber... Ah, egal. Egal! Hat Kleber gekostet. Bam! Da können wir auch nichts mehr machen hier, ne? Das ist alles... Ja. Krass. Aber alles kann ich... Nur wegen dem blöden Kleber. Meine Güte. Und ich hab echt... Ich baue echt an wie blöde und es kommt nichts bei raus. So, babam. Auf die 4. Herald of Doom. Nochmal auf die 6. Bringt ja noch nicht so viel. Na gut. Wo gehen wir als nächstes hin? Ich würde sagen... Achso, das... Such nach anderen Notsignalen. Haben wir da noch welche? Wir haben gar keine mehr. Story des Jahrhunderts, sprich mit Piper. Ach komm, wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach mal nach God Neighbor. Und da gucken wir mal, was passiert. Wenn wir uns ein bisschen umsehen. Wo ist denn God Neighbor jetzt? Oh! Die Verteidigung von Greentop ist fehlgeschlagen. Das tut mir aber leid. Du haust vor was ab? Willkommen zu Hause. Bedeutet mir echt viel, dass du die Bibliothek wieder sicher gemacht hast. Oh, ja. Was für Zeug verkaufst du? Oh, ein bisschen von allem was. Von Bohnen aus der Dose bis hin zu Cans. Ich versuche jedes noch so komische Zeug zu ergattern, das die Karawanen in die Stadt bringen. Du wirst also ziemlich sicher was finden, das dir gefällt. Bereit, mal einen Blick drauf zu werfen? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Du kannst zahlen oder Sachen eintauschen, wie du willst. Hm. Wie wär's mit... Tatos? Hast du Tato? Sie hat eine Tato und sie hat Mutterbeeren. Super. Ja? Was? Was? Ja, ja, was? Was? Ja, was denn? Was denn, nu? Jetzt habe ich die Drogendealer gekillt. Hey, du. Suchst du Arbeit? Vielleicht. Was für eine Art von Arbeit? Gute Arbeit. Unter der Aufsicht der besten Chefin, die du je haben wirst. Wenn dir etwas körperliche Arbeit nichts ausmacht und du nicht zu viele Fragen stellst, bist du dabei. Ich gebe dir 50 Kronkorken, wenn du den Job annimmst. Interesse? Ich brauche schon etwas mehr Informationen. Ich arbeite an einem Projekt, einem sehr großen. Wenn die falsche Person davon erfährt, könnte es mich in ernste Schwierigkeiten bringen. Es ist also etwas Diskretion gefragt. Ich habe hier ein wackeliges Kartenhaus aufgebaut, verstehst du? Da ist noch mehr drin. Dann 100 direkt auf die Hand. Das ist ein schlechter Deal. Du nimmst mich total aus. Okay, 150, wenn du anfängst. Das ist immer noch nicht genug. 200. Aber mehr nicht. Oh, Mann, dich muss ich echt im Blick behalten. Na gut, bin dabei. Genau das wollte ich hören. Gehen wir rein. Well, das große Graben. Bobby? Bobby Nasenlos. Toller Name übrigens. Wie was? Hallo? Ich kann nicht in die Wohnung. Hallo. Ach, jetzt. Ja, das habe ich leider schon mal gehört, dass es so Bugs gibt, dass eine Tür zugeht und man nicht mehr rein kann. Okay. Oh, es ist ja nicht stehlen, wenn ich das jetzt mache, ne? Sonst wäre es ja rot.
Aber ich brauche halt dringend meinen Kram. Sag mal, Bobby, was ist denn hier los? Was machst du hier? Oh! Hä? Oh nein. Ich häng fest. Hilfe! Okay, doch nicht. Warte mal. Ne, es geht nicht. Es geht nicht. Terminal irgendwo. Ja, geht schlecht. Wenn ich nicht ins Terminal kann. Aber es geht nicht. Es spinnt, wenn ich das anklicke. Dann hängt sich's kurz auf. Ist egal. Bereit, an die Arbeit zu gehen. Was gräbst du denn hier? Sagst du mir jetzt, was wir eigentlich machen? Wir ziehen einen Job durch. Fette Beute. Holen uns ein paar Sachen, die rein technisch gesehen noch nicht uns gehören. Wenn du willst, dass ich für dich arbeite, dann brauche ich mehr als das. Neugierig, was? Okay, ich erklär's dir. Du wirst ein bisschen graben. Nach was buddeln wir? Vergrabenen Schätzen? So könnte man es nennen. Und nun mal im Ernst. Genug jetzt mit den Fragen. Die anderen beiden sind schon da unten und graben. Hilf ihnen ein bisschen, okay? Ich weiß ja nicht. Oh mein Gott, was tut man nicht alles für ein bisschen Geld? Wo geht's denn da hin? Am Ende will sie dann irgendwas von Hancock oder den anderen Leuten hier von... Oh. Von Good Neighbor klauen und dann bin ich wieder der Böse, weil ich ihr geholfen habe. Aber ich bin neugierig und Neugier siegt bekanntlich über irgendwelche schlechten Gefühle, was das angeht. Okay. Erstmal was mampfen hier. Warum bin ich noch wieder so angeschlagen? Was ist da los? Strahlung noch wegmachen. Hey, ich glaube, wir kommen endlich durch. Willst du sehen, was auf der anderen Seite ist? Ja. Meinst du, Bobby bezahlt uns diese Woche? Ich weiß es nicht. Wirkt langsam wie eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Hast du was gehört? Da ist alles voller Meyer-Alerts. Scheiße! Bobby kann sich den Auftrag sonst wohin stecken. Viel Glück da unten. Neuer. Okay. Oh Gott. Eine legendäre auch noch. Au. Au, nein, nein, nein. Ich hänge fest. Hilfe. Hilfe. Los, Maya Lurkos. Er rennt wieder rum, die Sau. Hm. Warum haben die so einen schwarzen Schimmer um sich rum? Ja, ich weiß, Schimmer in so ein Nebel eben. Das kann ja nicht schwarz schimmern. Rotier schon, komm. Danke. Todes. Ich mach wieder die lame Taktik. Weglaufen. Ein Gehstock. Ganz ehrlich, warum bekomme ich immer Gehstöcke? Mächtiger Gehstock des Todes. Auf Doom. Platsch, platsch, platsch. Guck mal, der planscht noch ein bisschen. Hey, jetzt Meierlock-Eier. Und ein Ölkanister, super. Was ist das hier? Da ist doch gar nichts. Guck mal, da ist echt nur Strom. Will sie Strom? Wie das Vieh aussieht.
Okay, Bobby, du musst mir jetzt einiges erklären. Was ist in meinem Tunnel los? Der Raum war voller Meyerlurks. Immerhin hast du dich besser geschlagen als diese Nichtsnutze. Tja, und du bist geblieben. Schätze also, dass du befördert wurdest. Du bist jetzt mein neuer Waffenexperte. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Typen. Ist ein alter Freund. Er wird einen ordentlichen Anteil wollen. Aber wir haben ja gesehen, wo das hinführt, wenn ich beim Personal spare. Wer ist dieser Typ? Er ist genau der Richtige, um die Sache zu beschleunigen. Mag technische Spielereien, Geld und sonst eigentlich nichts. Zuerst solltest du aber sehen, auf was wir eigentlich aus sind. Ich muss ein paar Dinge in Diamond City erledigen. Geh rüber zum Nudelladen dort. Wir treffen uns da, wenn ich fertig bin. Mhm. Ein bisschen dubios, aber ich bin immer noch sehr, sehr gespannt darauf, was passiert. Naja, Leute, das wird warten müssen bis nächstes Mal. Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen in Good Neighbor umsehen und dann geht's auch bald schon weiter. Ich danke wie immer fürs Zusehen und freue mich drauf, euch begrüßen zu können. Nächstes Mal zu Fallout 4.